In meinen Händen der Stammbaum einer der einflussreichsten Familien, die es in Deutschland je gegeben hat die Krupps, es sind jetzt aber keine Originalaufnahmen, sondern die erste Garde deutscher Schauspieler, wie zum Beispiel Iris Berben als Bertha Krupp. Und als Iris Berben jetzt hier neben mir, heute nämlich zu Gast bei Wetten, dass. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Krupp, eine deutsche Familie. 22. März, Dreiteiler im ZDF. Eine ganz spannende Geschichte, wenn man sich das so ein bisschen anschaut. Was ist an dieser Familie so fesselnd, dass es diesen Dreiteiler geben muss? Naja, es ist eine außergewöhnliche Familie mit einer großen Macht, mit einer großen Kraft, die bis heute in die Zeit führt, immer noch. Krupp ist weltweit ein Begriff. Krupp war eine der reichsten Familien. Es ist eine wagnerianische Tragödie eigentlich in dieser Familie auch, mit Einforderungen, mit Erwartungen, die nicht eingehalten werden konnten, mit einem Erziehungs- und Anspruchsmodell, was Krupp und die Idee Krupp und die Firma Krupp über alles gestellt hat, auch über vieles Menschliche. Also es ist eine spannende Geschichte, es ist ein Stück deutscher, ganz, ganz besonders deutscher Geschichte auch. Und das ist schön, dass es eine Möglichkeit gibt. Und es hat lange Jahre gedauert, dass man sich an das Thema rangetastet hat. Um diese Geschichte, es ist eine fiktionale Geschichte, das muss man immer sagen. Es gibt genügend Dokumentationen bereits über Krupp. Das ist eine fiktionale Geschichte, wie sie sich hat abspielen können. Aber die historischen Ereignisse, die sind schon sehr real und die sind wahrhaftig übernommen. Drehbuchautor und Regisseur, eben wie Sie es gerade gesagt haben, konzentrieren sich auf dieses sehr private Familiendrama, das sich da auch abgespielt hat. Inwiefern ist da die Gefahr, dass man sich von so historischen Fakten vielleicht ein bisschen, dass die verschwimmen anfangen? Ich glaube, dass man sich entscheiden muss. Und der Regisseur und auch der Autor, sie haben sich entschieden, erzählen wir diese Geschichte von innen heraus. Oder wenden wir uns an Dokumentation und machen wir einen fachgerechten Film quasi, der eigentlich nur die Fakten bedient auch. Oder versuchen wir, eine Geschichte zu erzählen, vielleicht manchmal nur streifend. Die Geschehnisse, aber aus der Familienstruktur heraus, was das für die Menschen bedeutet hat. Ich denke, das ist einer von vielen Wegen, die man gehen kann, um eine Geschichte zu erzählen. Was hat diese Struktur für Bertha Krupp bedeutet? Das muss eine unglaublich starke Frau gewesen sein, mit einem enormen Willen auch. Naja, ich glaube, durch die Aufgabe, die ihr so früh aufgedrängt wurde durch den frühen Tod des Vaters und diese Disziplin, die ihr quasi vorgelebt wurde und die sie erfüllen wollte aufgrund ihrer eigenen Disziplin, dann einer Ehe, die keine Liebesehe war, sondern eine Vernunftsehe, die mehr oder weniger ein Ehemann gesucht wurde. Mit ihm hat sie dann trotzdem 8 Kinder und sie lebt eigentlich mehr oder weniger für eine Idee. Das ist Kraft und Schwäche zugleich, finde ich. Sie haben ja auch über Ihre Familie ein bisschen was gelernt bei der Recherche. Denn ich habe gehört, erst bei der Recherche haben Sie gemerkt, dass Ihre Mutter auch quasi indirekt bei der Krupp-Familie gearbeitet hat. Ja, nicht ganz während der Recherche, aber es ist dadurch eigentlich wieder bewusst geworden. Ich hatte das auch total verdrängt. Das hat mir meine Mutter vor vielen, vielen Jahren einmal erzählt. Das ist, da ist sie ein junges Mädchen gewesen. Krupp war für mich insofern nur immer ein Begriff, weil die 2 Jahre, die ich in Essen bei meinen Großeltern gelebt habe, war einfach Krupp eine Institution und allgegenwärtig. Und als ich später dann auch erfuhr, dass meine Mutter dort am Zeichentisch gesessen hat in den letzten Kriegstagen, ist das natürlich auch, hat das nochmal ja auch mit einer eigenen Biografie irgendwo zu tun. Die spielt keine Rolle, wie man eine Rolle spielt, aber es ist ganz schön, dass man auch auf ein Stück eigener Biografie oder Geschichte stößt, finde ich. Sie haben recherchiert, unter anderem geholfen hat Ihnen der ehemalige Chauffeur von Bertha Krupp, der Sie in dem Film Oldtimer rumgefahren hat, sie hinten, er vorne und dann hat er Geschichten erzählt. In dem wahrhaftigen Oldtimer, in dem er... Ach, im echten auch? Ja, im echten, in dem er die Bertha Krupp gefahren ist. Da steigt man ist. Schon mit so einer Ehrfurcht an ein, ja, man oder? Das ist natürlich, so ganz eigenartig. Ja, weil das sind dann nochmal Begegnungen, die dann auch
wirklich abseits von Historikern, die sich natürlich auf eine ganz andere Weise damit beschäftigen. Da hast du jetzt jemanden vor dir, der in den Diensten dieser Bertha Krupp stand und er redet von ihr und er redet natürlich auch mit dem gleichen Respekt. Immer noch. Es ist für ihn eine Ehre gewesen und es war auch ganz schwer, was Kritisches von ihm zu erfahren. Also er ist da in seiner, immer noch loyal, in seiner Aufgabe so loyal geblieben. Mhm. Das war ein alter Herr. Also es, sagen wir mal, es war eine, fand ich, etwas unruhige Fahrt für mich, weil er wollte fahren und wir haben ein Gespräch geführt dabei. Und aber das war spannend. Er hat mir auch ein Büchlein geschenkt. Er selber hat vieles aufgeschrieben aus dieser Zeit. Und das ist nochmal, man bekommt schon noch einmal auch einen ganz anderen Eindruck aus einer sehr persönlichen Perspektive von jemandem, der mit dieser Familie so eng verbunden war. Wenn man einen solchen Stoff den Zuschauern nahebringen muss, ich habe manchmal das Gefühl, man muss es auch fast in der Geschichte einbauen und so ein privates mit reinbauen, damit die Zuschauer sich das auch gerne anschauen. Weil wenn man nur mit Fakten kommt, ist es wahrscheinlich schwierig zu verarbeiten. Wir wissen ja alle, dass es dafür auch wirklich ganz hervorragend gemachte Dokumentationen gibt. Und ich finde, die laufen auch sehr gut. Mhm. Und das ist auch ein großes Publikum, was sich dafür interessiert. Und auch Dokumentationen werden immer häufiger in der Weise gemacht, dass sie ein Publikum finden. Aber Sie haben recht, wenn man ein breites Publikum vielleicht erreichen will für eine Thematik, von der man das Gefühl hat, wenn man sie jetzt knochentrocken nur über die Fakten erzählt, ist vielleicht das Interesse da nicht so groß. Und dann finde ich das Hilfsmittel der Fiktion und die Möglichkeiten der Fiktion schon sehr legal und auch verwendbar dafür, ja. Oliver Berben, Ihr Sohn, hat den Dreiteiler ja produziert, ist heute auch da. Mario Barth ist auch da, weil er seinen Film nämlich auch produziert hat, Männersache. Würden Sie auch mal gern wieder in so einer ganz eigenartigen, lustigen Komödie mitspielen, so wie SketchUp damals oder solche Geschichten? Klar möchte man das auch wieder. SketchUp war ein Teil meiner beruflichen Schule, will ich wirklich mal sagen. SketchUp habe ich ganz viel gelernt. Und das ist aber für mich abgeschlossen, will ich nicht sagen. Aber durch Dieter Krebs und den Erfolg, den wir gemeinsam hatten damals, ist das auch zu einem Ende gebracht worden. Also es müsste jetzt dann irgendetwas ganz anderes oder ganz Neues, aber natürlich ist die Komödie nach wie vor, ich habe danach Frau Rettig, die Czerny und ich gemacht, also es gab schon auch immer wieder Ausflüge dahin, aber ich glaube, ich habe mir selber eine Messlatte gesetzt oder ich habe das Glück gehabt, innerhalb einer Messlatte gewesen zu sein. Das war eine Form von Comedy, die wirklich neu war. Mhm. Und aufgrund dieser Comedy-Art mit Dieter Krebs damals ist sehr vieles entstanden. Dass ich das irgendwie so ein bisschen als abgeschlossenes Kapitel sehe. Was ich schön finde, die Zuschauer kriegen ja viel davon mit, was sie auch berührt, womit sie sich beschäftigen. Vor zwei Wochen gab es diesen Dokumentarfilm Tränen lachen, in dem sie jüdischen Humor näher gebracht haben. Wodurch zeichnet sich dieser denn aus? Wenn man da nochmal einen Abstecher hin macht. Naja, was wir versucht haben eigentlich, der Solo Avital, der Regisseur dieses Films, und was uns durch den Kopf ging, ist, gibt es Möglichkeiten, gemeinsam über etwas zu lachen? Ist das auch eine Form der Annäherung? Ist das auch eine Möglichkeit, mit Geschichte umzugehen? Also wenn man nach Amerika geht und die Stand-Up-Comedians sieht, jüdische Stand-Up-Comedians sieht, sieht man, dass die in einem sehr viel schärferen, offensiveren, aggressiveren Weise mit jüdischem Humor umgehen. Mhm. Wir können das nicht. Und die Frage ist auch, sollen wir es, wollen wir es, dürfen wir es? Und darüber ging dieser Film. Und er gibt keine Antworten. Was wir nur versucht haben, ist, dass wir gesagt haben, es gibt so viele Parallelen. Und wir haben es ja über Comedians, über Wissenschaftler, es gibt ja Humorwissenschaftler, es gibt ganz unterschiedliche Zugänge, die man hat zum Humor. Und wir haben versucht, die unterschiedlichen Wege auch aufzuführen. Aber Humor ist natürlich eine Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und manches Mal auch Schmerz zu begreifen oder den Ursprung des Schmerzens zu begreifen. Haben Sie bei Ihren Aufenthalten in Israel auch eine große Comedy-Szene entdecken können? Ist es dort auch? Die Israelis haben eine ganz ausgeprägte Comedy-Szene. Also die sind auch sehr radikal in ihren Witzen. Da sind es natürlich dann auch, da ist die Comedy sehr stark, auch wenn es politische Comedy ist, die natürlich mit ihren eigenen und alltäglichen Problemen zu tun hat, mit den Palästinensern und umgekehrt. Man geht damit um. Wie gesagt, Humor ist ja auch immer aus der Tragödie heraus und aus dem Schmerz heraus. Es liegt nah beieinander. Es liegt sehr nah beieinander, ja. Aber da ist eine große Szene, ja. Mhm.
Israel große Liebe, aber Afrika anscheinend auch, denn sie kommen gerade aus Südafrika eingeflogen, drehen gerade Kennedys Hirn, Henning Mankell, Romanverfilmung und müssen auch morgen wieder zurück. Muss morgen zurück, war bis jetzt 5 Wochen in Südafrika und fliege morgen nach Mosambik. Dort geht's weiter, ja. Und was dreht sich in Kennedys Hirn? Es ist eine sehr radikale Geschichte, die mit AIDS zu tun hat und vor allen Dingen mit der Möglichkeit, an AIDS zu verdienen, auf sehr schmutzige Weise, also an einem Mittel gegen AIDS zu verdienen, an Versuchspersonen, an sehr inhumanen Möglichkeiten, wissenschaftlichen und vor allen Dingen auch wirtschaftlichen Möglichkeiten, schmutziges Geld zu machen. Und Henning Mankell ist ja jemand, der mit diesem Thema sich sehr befasst. Er lebt ja teilweise in Mosambik und teilweise in Schweden und wir haben uns einige Male getroffen auch und es ist ihm ein Anliegen und wir versuchen da einen Film mit einer großmöglichen Wahrhaftigkeit zu machen. Also nicht das Afrika zu zeigen, was man eben auch kennt, die vielen schönen Tiere und die schönen Landschaften und die freundlichen Menschen, sondern was eben auch das große Problem ist und wo Afrika auch alleine gelassen wird. Also es ist auch ein Film, der politische Dimensionen hat. Was immer spannend ist, wenn Sie hier im Interview sitzen bei Wetten, dass... es gibt bei vielen Schauspielern, hat man dann einen Film, über den spricht man, und dann gibt es ein Projekt. Bei Ihnen gibt es immer ganz viele Projekte. Denn jetzt Kennedys Hirn und ab April dann auf Lesereise mit Frauen bewegen die Welt. Ja. Wie handeln Sie das selber? Weil Sie wirken jetzt nicht gestresst oder abgehetzt direkt aus Afrika hierher und weiter geht's. Sondern Sie wirken eigentlich sehr entspannt. Das ist auch gut. Das finde ich auch, sollte nie jemand mitkriegen. Weil das ist Teil, glaube ich, eines professionellen... Arbeitens. Das hat ja, man sollte sich nicht darüber beschweren. Es ist ja eher ein sehr luxuriöser Zustand, dass man so vieles machen kann und auch auf so unterschiedliche Weise angenommen wird. Dieses Buch über 24 sehr, finde ich, außergewöhnliche und starke Frauen ist entstanden, weil man mich immer fragt, wie das ist, dieses Engagement, warum ich es mache, warum ich so sehr gegen das Vergessen arbeite und gegen den Antisemitismus oder die Ausgrenzung. Und ich wollte nicht über mich erzählen, sondern ich wollte sagen, es ist nicht so außergewöhnlich. Es gibt viele, viele Frauen, die aus einer eigenen Not heraus oder aus eigenem Bedürfnis heraus, aus Wut, aus Resignation, aus was auch immer heraus Dinge bewegen. Und da haben wir 2, 2,5 Jahre recherchiert, die Nicole Maibaum und ich, und haben gute Leute gehabt und eigene Begegnungen gehabt und so ist das Buch entstanden. Also ab April auf Lesereise, morgen dann erstmal in Afrika bei den Dreharbeiten, heute bei Wetten, dass. Zum wievielten Male eigentlich? 8. Mal? Ich 9. habe gerade Mal? Gehört, das 9. Mal. Ich bin irgendwie... Das 9. Mal. Na dann, viel Spaß dabei und guten Flug morgen zurück. Danke vielmals. Iris Berben, danke schön. Vielen Dank.